es interessant macht. Nicht, dass man Leute kennenlernt, sondern zu betrachten, wie sich Leute plötzlich ändern. Wie zum Beispiel die fantasielosesten Wesen auf einmal Fantasie entwickeln, wenn sie über einen reden. So erfahre ich Sachen über mich, die ich selbst nicht gewusst habe. Hab gehört, ich rasiere mir meine Beine und Brusthaare. Hab gehört, ich hätte Crewnamen plus Initialien in Gothic Lettern, Tätowien auf meinen Genitalien. Gehört, ich sei nicht über mich, scheiß auf Rapmusik. Schmeiß mir Ecstasy, ich schreib Styles auf Techno Beats. Hab gehört, dass ich nix anderes als dissen kann. Hab gehört, ich stifte die Jugend zum Kiffen an. Hab gehört, ich hätte die Allüren eines Superstars. Gehört, ich hätte Beef mit Kuh Savage. Ich würde im Ernstfall vor dem Battle den Schwanz einziehen. Ach ja, angeblich hab ich sogar Beef mit ganz Berlin. Ich hab gehört, dass ich in Liedern immer nur dasselbe sage. Hab gehört, dass ich tagsüber nackt in der Elbe bade. Hab gehört, ich rap nicht mehr, ich hätte nur aufs Geld gewartet. Viele meinen sogar, dass ich zu oft dasselbe sage. Gehört, ich wurde auf der Straße gesehen, beim Schlafen im Gehen, weil ich aus Langeweile anfing, Schafe zu zählen. Ich hab gehört, man soll nicht alles glauben, was Leute erzählen, denn die meisten labern zu viel Scheiße. Hey! Ich hab gehört, ich sei frustriert und dass meine Frau mich verlassen hat. Wer ist dann die Frau, die letzte Nacht in meinem Bett geschlafen hat? Ich hab gehört, ich hätte ausgesorgt und sei schon rein. Wenn das so ist, dann wieso sagen mir meine Bank nicht Bescheid? Ich hab gehört, dass ich eigentlich Satze wär. Nur nach Hamburg gezogen, weil's grad so abgeht her. Hab alles gehört, vom größten Kompliment zum schlimmsten Diss. Von der höchsten Prominenz bis zu den jüngsten Kids. Und verglichen mit allen möglichen Rappern der Szene. Gehört, ich sei cooler als diese und besser als jene. Aber nicht so deep wie er und nicht so tight wie er. Erzählt das jemand anders, ich will diesen Scheiß nicht hören. Ich finde mich selbst am besten, da kann kommen, wer will. Der im Promo-Plattenladen in meinem Sondermüll. Also, hör bitte auf, die um mich zu vergleichen.